Ja, der Titel der Keynote ist eine soziotechnische Annäherung an die Zukunft der wissenschaftlichen Weiterbildung und vielleicht einsteigend, dieser Begriff soziotechnisch, wo kommt der her, was meint der auch? Herkommen tut er tatsächlich aus den 1950er Jahren, aus der Beschreibung, aus der arbeitssoziologischen Beschreibung des englischen Bergbaus, wo das erste Mal quasi untersucht wurde oder beschrieben wurde, das Zusammenwirken von sozialen Akteurinnen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt musste man noch nicht gendern, also im Bergwerk waren es tatsächlich Männer, die tätig waren, unter Technologie, wo sowohl aus rein sozialer Perspektive als auch aus technischer Perspektive die Phänomene nicht ausreichend erklärbar waren, die man hier beschreiben konnte und man deswegen versucht hat, eine integrative Sichtweise zu entwickeln. Und letztendlich ist das eine sehr wertvolle Analyseperspektive in meiner Erfahrung, um auf unterschiedlichste technologiegestützte, vor allem kollaborative Systeme zu achten. Wovon sprechen wir jetzt konzeptuell betrachtet? Wir sprechen von Aufgaben, die von Menschen erfüllt werden sollen, gemeinsam. Arbeit ist immer ein kollaboratives Phänomen, sei es im unmittelbaren Zusammenwirken, sei es auch nur an den Schnittstellen, aber es gibt immer Interaktion in irgendeiner Form, wenn es um Aufgabenerfüllung geht. Und wenn wir dann versuchen, das als soziotechnisches System zu betrachten, dann bewegen wir uns im Spannungsfeld zwischen den Akteurinnen, Akteuren, zwischen den Menschen, zwischen wie diese Menschen in organisationalen Strukturen zusammenwirken und wie da die Technik drauf wirkt. Und wenn wir diese drei Perspektiven, und Kollege Haderlein hat es vorher erwähnt, also die unterschiedlichen Perspektiven, und die möchte ich dann jetzt auch immer wieder aufgreifen, wenn diese drei Perspektiven im Blick bleiben und man versucht, auf die Aufgabenerfüllung aus diesen unterschiedlichen Perspektiven auch drauf zu blicken und vielleicht nicht nur von den Ecken dieses Dreiecks, sondern auch von den Kanten, also genau dort, wo Menschen in Organisationen zusammenwirken, wo Menschen Technik nutzen und wo Technik organisationale Prozesse unterstützt, dort wird es dann besonders interessant, sich Phänomene, die wir beobachten können, zu erklären und in weiterer Folge vielleicht auch Designinterventionen abzuleiten. Zweite Teil des Titels enthält den Begriff Zukunft, die Zukunft der wissenschaftlichen Weiterbildung. Um Zukunft verstehen zu können, ist es immer dann doch wertvoller, nochmal auf die Vergangenheit zu blicken. Was verstehen wir unter einem soziotechnischen Bildungssystem? Und ich hole jetzt wirklich weit aus. Ist ein soziotechnisches Bildungssystem sowas wie diese erste Druckerpresse aus den 1450er Jahren letztendlich, die Gutenbergsche Druckerpresse. Das ist bereits im weitesten Sinne ein soziotechnisches Bildungssystem. Warum? Wir haben hier das erste Mal das Zusammenwirken von Technologie, nämlich dieser Druckerpresse, und Menschen, Akteurinnen, Akteuren, die Inhalte schaffen, die Inhalte konsumieren, die Inhalte reproduzieren, um letztendlich zu einer sehr breiten Demokratisierung des Wissenstransferprozesses auch beizutragen. Also bevor es die Druckerpresse gab, war das ein Privileg der wenigen, auf Information asynchron Zugriff zu haben. So war es plötzlich möglich, Economies of Scale zu nutzen, also Skalierungseffekte auch zu nutzen, um Bildung breiter auszurollen. Erste große Revolution. Zweite große Revolution ist dieser unscheinbare Rechner. Das ist, weiß nicht, wer ihn kennt oder wer ihn schon in echt gesehen hat, der erste Webserver, auf dem 1989 von Tim Berners-Lee im Wesentlichen das World Wide Web auch begründet wurde und damit ein weiterer riesiger Demokratisierungsschub auch eingetreten ist, vor allem auch was das die Möglichkeit des Produzierens von Inhalten ermöglicht. Ja, das war die Vision des World Wide Web. Über die Jahrzehnte mittlerweile sind wir auch da ein gutes Stück weitergekommen und letztendlich ist hier schön zu beobachten, wie Technologie als Ermöglicher auch wirkt, um in dem Fall Bildungsprozesse, um Lernprozesse zu ermöglichen.
Wenn wir auf die heutige Zeit schauen, dann ist wahrscheinlich neben allem, und ich komme später noch einmal drauf, was wir als KI bezeichnen, eins der großen Themen, die wir in den Blick nehmen, wenn wir über Bildung sprechen, wenn wir über Lernen sprechen, technologiegestütztes Lernen sprechen, das, was Augmented Reality Technologie leisten kann, nämlich die Kontextualisierung von Lernprozessen in den eigentlichen Zusammenhang, wo der Lernbedarf auch entsteht. Auch das keine neue Idee. Ich bleibe noch kurz in der Vergangenheit. Sie kennen vielleicht diese Abbildung. Die stammt aus den 1950er Jahren und ist gar nicht so weit weg von dem, was wir heute als Augmented Reality Headsets kennen. Es stammt aus einem Artikel von Vannevar Bush, damaliger Berater des US-Präsidenten, der darüber nachgedacht hat und das auch niedergeschrieben hat, wie sich Technologie vielleicht entwickeln kann. Und wie dann auch im Untertitel, wie Maschinen anfangen werden zu denken. Ja, so weit sind wir nicht, aber wenn Sie schauen, diese umgeschnallte Kamera auf dem Kopf und man kann es etwas schwer erkennen, aber hier in der Brille eingezeichnet eine Projektion, das ist letztlich das, was wir heute als Augmented Reality Headset bereits kennen. Also die Ideen, im gleichen Artikel übrigens auch ein System vorgestellt, das sich Memex nannte, das was letztlich konzeptuell das ist, was wir damals das World Wide Web kennengelernt haben. Also letztlich das, was heute auch Thema ist und was wir daran erkennen, ist, dass die Ideen, wie Technologie Bildung unterstützen kann, dass die offensichtlich durchaus naheliegend sind, auch wenn quasi die Technologie vielleicht noch nicht so weit war, sind die Potenziale doch klar erkennbar. Noch nicht ganz in die Gegenwart, aber doch ein Sprung weiter Richtung Gegenwart, trotzdem noch ins letzte Jahrhundert. Sie erkennen es grob an der Auflösung der Folie. Es ist nicht, weil das Video so schlecht war, sondern weil das damals die übliche Auflösung von Präsentationen war. Eine Folie aus einem Vortrag von Mark Weiser. Mark Weiser hat ja um 1995, 96 herum das Konzept des Ubiquitous Computing, also des allgegenwärtigen Computers, das oder auch Pervasive Computing heute ganz oft bezeichnet, beschrieben, ist leider kurz darauf verstorben. Ansonsten hätte er wahrscheinlich seinen Vortrag dann noch einmal neu benannt, wenn Sie es erkennen können, rechts unten in der Ecke, das Zitat, die Computer Science Challenges in the next 10 years. Und wenn Sie schon die Gelegenheit hatten, jetzt zu lesen, was auf dieser Folie steht, ja, das sind noch nach wie vor auch ja, fast 30 Jahre später die gleichen Herausforderungen. Damals schon postuliert und nach wie vor, denke ich, ein gutes Rahmenwerk dafür, was Technologie in diesem Spannungsfeld Mensch, Organisation, Technik tun darf und soll. Technologie darf hier nie ein Selbstzweck sein, also frei übersetzt und interpretiert jetzt dessen, was auf der Folie steht. Sie soll nicht Aufmerksamkeit binden, sondern sie soll die Aufgabenerfüllung unterstützen. Sie soll ein intuitives Agieren ermöglichen. Also ich soll nicht, und das hängt natürlich mit keine Aufmerksamkeit binden zusammen, es soll nicht notwendig werden, dass ich meine Arbeits-, meine Lernprozesse an die Anforderungen der Technologie, des Rechners anpasse, sondern möglichst intuitiv agieren kann. Und letztendlich und auf den Punkt gebracht, der Computer oder die Technologie soll Menschen in Ruhe ihre Aufgaben erledigen lassen und nicht in den Weg kommen. Und nach wie vor ja, sind das designleitende Grundlagen für jede Art von Technologiegestaltung. Ich habe vorhin erwähnt, ich bin Informatiker, Wirtschaftsinformatiker und erst seit doch annähernd 10 Jahren, aber davor doch in anderen Bereichen unterwegs gewesen, im Lernunterstützung und Bildungsbereich. Da ist es besonders wichtig, aber letztlich sind das generell anwendbare Prinzipien. Wir kommen in die Gegenwart und wagen einen Blick in die Zukunft, ausgehend von diesen Prinzipien. Das sind die 6 wesentlichen Entwicklungsfelder, die im letztjährigen EDOCOS Horizon Report identifiziert wurden, als wo liegt das meiste Potenzial im Bildungsbereich, in welchen technologischen und organisationalen Entwicklungen und vor allem Fokus hier auf Technologie, liegt das größte Potenzial. Und wenn Sie da drauf schauen, dann sehen Sie
zwei große Themenfelder. Das eine ist, Bildungsprozesse, Lernprozesse automationsgestützt zu unterstützen, zu automatisieren, Anleitungsprozesse zu unterstützen. Und das zweite ist, die Möglichkeiten, die die Technologie uns zur Vernetzung über zeitliche und räumliche Grenzen hinaus bietet, verstärkt zu nutzen. Und auf diese beiden Felder möchte ich in den nächsten paar Minuten einen Blick werfen und da wiederum diesen soziotechnischen Raster ein bisschen drüberlegen. Worauf wir an der Stelle nicht eingehen, sind die beiden Felder Micro-Credentialing und Open Educational Resources. Ebenfalls spannend, hätte ich auch viel dazu zu sagen und würde gern darüber diskutieren, sprengt aber hier einfach den Rahmen und wird auch nicht im Kern in diesen Technologiefokus reinpassen. Also hier der Fokus auf die vier hier markierten Felder. Eins fehlt, wenn es Ihnen auffällt im Übrigen, das ist genau das, was ich vorhin erwähnt habe. Augmented Reality, Virtual Reality, das war 21 zumindest noch kein Entwicklungsfeld. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der 22er Report schon draußen ist, müsste irgendwann in dieser Zeit kommen. Bin gespannt, ob es da dann drinnen ist. Aber letztendlich ist natürlich das, was vor allem die großen Technologieunternehmen jetzt stark pushen, vor allem Meta, also der Facebook-Konzern, an virtuellen Austauschplattformen, an virtueller Präsenz und deren potenziellen Mehrwerte. Etwas, was uns in den letzten Jahren schon konzeptuell beschäftigt hat und ich denke in den nächsten Jahren von seinen Potenzialen, aber auch von den Herausforderungen, die damit einhergehen, nochmal massiv beschäftigen wird. Was bedeutet das jetzt für Lernprozesse im Speziellen für Lernprozesse in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Zwei Felder, ist jetzt dann alles online und ist jetzt dann alles automatisch. Und damit möchte ich mich ganz kurz auseinandersetzen. Beginnen vielleicht mit diesem, ist jetzt dann alles automatisch. Wenn wir Lernprozesse versuchen, automationsgestützt anzuleiten, dann ist es ja ganz offensichtlich so, dass wir das, was Lehrende, was Tutorinnen, Tutorinnen üblicherweise machen, ein Stück weit aus dem Loop herausnehmen, aus dem Lernprozess herausnehmen und ersetzen durch Technologie. Was diese Technologie macht, ob das, was die Technologie macht, deterministisch ist, also vorprogrammiert ist, oder ob es nicht deterministisch ist, also auf Algorithmen beruht, die etwas umsetzen, was als künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Und Sie haben vielleicht schon bemerkt, ich nutze den Begriff künstliche Intelligenz sehr, sehr ungern. Die Kolleginnen und Kollegen aus der wirklich in der Informatik hier das Thema vorantreiben, haben auch historisch immer von Machine Learning gesprochen und das trifft es besser. Also wir versuchen den Computer, den Rechner aus Musterdaten, aus vergangenen vorliegenden Daten lernen zu lassen, welche Muster denn üblicherweise auftreten und daraus quasi in unbekannten Datensätzen nach diesen Mustern zu suchen und daraus Empfehlungen abzuleiten. Das heißt, das, was künstliche Intelligenz macht, ist letztlich immer, ja, auf dem ein bisschen überzeichnet, auf den Punkt gebracht, immer vergangenheitsorientiert und verbaut uns ein Stück weit die Möglichkeit, kreative Interventionen zu setzen oder hat nicht das Potenzial, diese Kreativität, die eine Lehrperson an den Tag legen könnte, auch wirklich einzusetzen. Hat natürlich seine Potenziale und seine Anwendungsfelder, man muss sich nur ganz genau überlegen, wo denn die liegen und wer letztendlich in welcher Phase des Lernprozesses in dem Fall die Kontrolle übernimmt, weil kleines Beispiel, kleines Blitzlicht hier auf der nächsten Folie.
die Technologie kann durchaus viel. Die Frage ist, was wir damit tun. Und da kommt jetzt genau diese soziotechnische Perspektive ins Spiel. Was Sie hier sehen, sind wirklich nur zwei ganz kleine Exzerpte aus zwei unterschiedlichen Studien, die exemplarisch stehen für eine Schwemme an ähnlichen Publikationen, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, wo es darum geht, im Sinne von Learning Analytics aus bestehenden Daten abzuleiten, wie die Lernperformance, die voraussichtliche Lernperformance von Studierenden sein wird. Also gerade diese beiden Studien, die ich hier habe, gehen tatsächlich auf die Abbruchswahrscheinlichkeit von Studierenden. Und Sie sehen in der Grafik auf der linken Seite schon in der Phase vor dem Studienbeginn, also im 0. Studiensemester, rein auf Basis der Daten, die in dieser Studie bereits vorlagen, und das sind letztlich die Abschlusszeugnisse und die Protokolle der Aufnahmegespräche, sagen Sie mit 70- bis 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit voraus, ob ein Studierender das Studium irgendwann später abbrechen wird oder nicht. Und das steigt bis auf, in dem Fall im 4. Studiensemester, also im 2. Jahr, auf 90%. Andere Studie hier auf der rechten Seite, die bringen im 1. Studienjahr sogar mit einem anderen Algorithmus 95% Vorhersagegenauigkeit hervor. Aber 95% oder auch nur 70% sind halt eben nicht 100, und gerade hier auf der linken Seite gut zu erkennen, die Unterscheidung zwischen Accuracy and Recall, also die Vorhersagegenauigkeit, wie viele von den gefährdeten Personen erwische ich, das sind die Rauten, und wie viel Falsch-Positive habe ich vielleicht drinnen. Also ich habe hier trotzdem noch, ja, je nach, wir sehen es, je nach Vorhersagealgorithmus doch eine beträchtliche Anzahl von Falsch-Positiven, also Personen, die als Abbruch wahrscheinlich vorhergesagt werden, im Datensatz drinnen, obwohl die wahrscheinlich nie abbrechen würden. Und Sie sehen die Implikationen. Also die Technologie macht nur die Vorhersage. Die Frage ist, was machen wir jetzt als Organisation, als Hochschule mit dieser Information? Nutzen wir diese Information, um jene Personen, die abbruchgefährdet sind, entsprechend zu fördern? Oder nutzen wir es als Auswahlkriterium, weil es vielleicht für die Finanzierung relevant ist, möglichst viele Studierende bis zum Abschluss zu bringen? Und hier sehen wir, dass Technologie letztlich amoralisch ist. Ja, Technologie hat keine Moral. Technologie produziert Grundlagen für Entscheidungen in dem Fall. Ich kann natürlich darauf basierend automatisiert ausführbare Regeln erstellen. Nur diese Regeln dann blind angewendet führen eben genauso zu Effekten, die wir vielleicht vermeiden möchten. Also deswegen hier der Punkt, sich genau zu überlegen, wenn wir gerade moderne Technologie, gerade Learning Analytics, gerade das, was als Artificial Intelligence bezeichnet wird, einsetzen, was wir dorthin an Verantwortung übertragen und was wir mit den entsprechenden Informationen, die da rausfallen, dann auch machen. Ein zweiter Aspekt, auf den ich da jetzt genauer noch eingehen würde, und gerade natürlich im Kontext des Fernstudiums relevant, ist jetzt dann alles online. Und auch hier nur ein Blitzlicht. Also das ist eine Diskussion, die wir Tage, Wochen, Monate lang führen können, natürlich. Und es gibt da auch nicht die eine richtige Antwort. Nur der Versuch, einige Impulse wiederum zum Nachdenken mitzugeben und sich damit auseinanderzusetzen, was denn Online-Lernen tatsächlich für die Lernenden auch nochmal bedeutet. Weil egal, ob der Kanal Technologie vermittelt oder nicht ist, das Lernen passiert nach wie vor auch in Online-Settings im physischen Raum. Und sich dessen bewusst zu sein, dass gerade in Online-Settings der physische Raum sehr heterogen sein kann für die Studierenden, und das im Lerndesign zu berücksichtigen, das ist in meiner Sicht etwas, was viel zu wenig in den Blick genommen wird. Covid hat jetzt natürlich einen Scheinwerfer drauf gerichtet. Sie sehen auch rechts unten
eine Publikation, die ich mit Kolleginnen genau in diesem Feld gerade rausgebracht habe, also eine Studie, wo wir versucht haben, genau für unsere Studierenden, nämlich die Weiterbildungsstudierenden an der Universität für Weiterbildung Krems, zu untersuchen, wie es denen im Heimlernsetting gegangen ist. Und begleitend dazu hatten wir eine Summer School, Kollege Radinger, der auch Mitautor ist, wo man ganz schön qualitativ einfach nur mal visualisieren kann, wie unterschiedlich diese physischen Lernräume ist. In dem Fall war es auch noch internationale Summer School und man sieht die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Studierenden da studieren können, dürfen oder manchmal auch müssen. Vor allem bei der Kollegin, die da aus Syrien zugeschaltet war. Und sie können vielleicht ganz grob da die oder ganz leicht die gelben Striche auf dieser Zeichnung erkennen. Dort lernt man nicht zwischen diesen gelben Strichen, weil das ist dort, wo die Splitter reingefallen sind, wo wieder mal eine Bombe eingeschlagen hat. Also das war quasi der Lernraum letztendlich, wo die Kollegin lernen musste. Außerdem quasi da Schreibtisch hier die Tür, dass man möglichst schnell quasi aus dem Raum rauskommt. Das ist natürlich ja sehr überzeichnet, sehr plakativ, sehr dramatisch hier visualisiert. Ja, dennoch, wir sehen es in den letzten Wochen und Monaten ja sehr dramatisch, dass das gar nicht so weit weg ist, wie wir uns das noch vor einem Jahr gedacht haben. Dennoch, auch wenn wir in dem eher privilegierten Setting unterwegs sind, das wir da aus dem kanadischen Beispiel sehen, gibt es dennoch Unterschiede in den Lernräumen, in den Rahmenbedingungen, die unsere Studierenden, unsere Lernenden vorfinden, wenn sie denn sich mit dem Lernprozess oder im Lernprozess engagieren. Und da vielleicht ein paar wesentliche Erkenntnisse aus dieser Studie, die ich hier zitiert habe. Wenig überraschend, das ist ja bei empirischen Studien immer so, entweder man findet überraschende Ergebnisse, das ist schön, oder man findet Ergebnisse, die das, was intuitiv irgendwie klar war, ja, bestätigen und das hoffentlich möglichst deutlich und möglichst plakativ, und das war hier der Fall, dass wir halt wirklich Daten gefunden haben, die das, was man annehmen würde, dass der Fall ist, auch tatsächlich auf den Punkt bringen und zeigen, wie wichtig in dem Fall jetzt der physische Lernraum ist. Steigt die wahrgenommene Eignung der physischen Lernumgebung, und wichtig ist ja das Wahrgenommen. Also da geht es nicht um die objektive Ausstattung, auch die haben wir uns angeschaut, das ist gar nicht so relevant. Es geht um die wahrgenommene Eignung der physischen Lernumgebung, dann steigt die Motivation, das Wohlbefinden und der Stress, die Stresswahrnehmung der Studierenden, der Lernenden sinkt, wobei man da unterscheiden kann tatsächlich zwischen dem unmittelbaren Arbeitsplatz. Also Sie können das im Paper nachlesen, da haben wir Faktorenanalyse gemacht und man sieht sehr schön, auf die Motivation wirkt die Ausstattung des unmittelbaren Arbeitsplatzes. Die Lernumgebung im Größeren ist für die Motivation nicht so sehr relevant gewesen in dem Fall. Sehr wohl relevant war die große Lernumgebung, also ja, gab es Tageslicht, hatte ich Zugang ins Freie, Raumklima angenehm, auf das Wohlbefinden und den Stress. Also man kann da schon durchaus differenzieren. Die Arbeitsplatzausstattung wirkt, wie gesagt, auf die Motivation, die größere Lernumgebung, das räumliche Setting, in dem ich mich befinde, auf Wohlbefinden und Stress. Und ganz wesentlich und der größte Einflussfaktor war, und jetzt haben wir im Kern des Settings, in dem unsere Weiterbildungsstudierenden sich bewegen, die Lernerfahrung verbessert sich ganz signifikant, wenn ein dezidiert und exklusiv nutzbarer Arbeitsplatz zum Lernen vorhanden ist, und man würde nicht annehmen, unter welchen Rahmenbedingungen auch ökonomisch durchaus gut ausgestattete Studierende manchmal quasi ihr Studium vorantreiben, weil es eben vielleicht keinen separaten Raum gibt, weil die separaten Räume durch Kinder belegt sind, durch andere Familienmitglieder belegt sind und man deswegen halt am Küchentisch lernt, den man sich mit anderen teilen muss, was auch immer. Ja. Also hier haben wir ein wesentliches Einfluss- und Gestaltungskriterium, das Einfluss darauf nimmt, wie gut sich Studierende in ihr Lernsetting einfinden können. Aber, und das ist die Folgestudie, mit der wir an der wir gerade arbeiten, die wir gerade fertigstellen, wir haben in einer zweiten Runde das Ganze nochmal verglichen mit traditionellen Studierenden.
Also gleiches Fragebogeninstrument an einer klassischen Universität, nicht im Weiterbildungsbereich tätig. Und was wir ganz klar sehen, ist, dass die Weiterbildungsstudierenden in allen Bereichen resilienter gegen suboptimale Lernräume sind als traditionelle Studierende. Resilienter im Sinne von suboptimale Rahmenbedingungen wirken sich nicht so stark auf Wohlbefinden, Stress und Motivation aus, wie das bei traditionellen Studierenden der Fall wäre. Hypothese und durchaus belegbar aus den qualitativen Ergebnissen, die wir dazu haben. Hypothese ist, dass der Mehrwert durch das Fernstudium, durch das Online-Lernen, die Flexibilität, die dadurch entsteht, so groß ist, eben so viel Mehrwert bietet, dass sämtliche Einschränkungen, die damit einhergehen, kompensiert werden. Ja, und deswegen hier insgesamt bessere Lernwahrnehmung, und ich habe vorher gesagt, die wahrgenommene Eignung zählt, eine bessere Wahrnehmung da ist als bei traditionellen Studierenden. Das heißt, gerade im Weiterbildungsbereich hat spätestens Covid gezeigt, unseren Studierenden nämlich, ja, und auch uns Lehrenden, aber vor allem den Studierenden, was denn möglich ist, und das wird auch nicht wieder weggehen. Das ist vielleicht einmal das Postulat, denn so schwierig es im individuellen Fall auch ist und so bewusst man sich als Lehrende, als Lehrender sein sollte über die Rahmenbedingungen, unter denen die Studierenden ihre Lernprozesse vorantreiben, so viel Mehrwert bietet es dann auch. Deswegen hier an der Stelle drei kurze Thesen in diesem Kontext. Rein aus der Technologie heraus, ja, und das waren die letzten zwei Jahre, rein aus der Technologie und der Entwicklung der Technologie heraus wird Weiterbildung stärker synchronere Formate einsetzen können und die sind auch gefragt. Sie können sich erinnern, wie wir vor zwei Jahren oft noch geschwitzt haben, ob eine Online-Konferenz funktionieren wird oder nicht. Das ist mittlerweile reduziert auf, du bist noch stumm geschaltet oder manchmal funktioniert ein Mikro nicht. Aber ansonsten haben wir da sowohl die sozialen Praktiken als auch die Technologie entwickelt, die ermöglicht Weiterbildung auch im Online-Setting oder Weiterbildung ganz generell synchroner zu gestalten, weil wir keine räumliche Mobilität unmittelbar benötigen. Weiterbildung wird aber auch, und das ist didaktisch getrieben und jetzt scheinbarer Widerspruch, aber jetzt aus der anderen Richtung gekommen, Weiterbildung wird auch asynchroner werden, ein Stück weit. Weiterbildung wird asynchroner, weil dort, wo wir nicht unbedingt ein synchrones Format brauchen, ja, und sei es beim reinen Erwerb von Wissen, wir in den letzten Jahren verstärkt Formate entwickelt haben. Wir wirfen nur mal den Begriff Flipped Classroom, Inverted Classroom in den Raum, verstärkt auch didaktische Formate entwickelt haben und untersucht haben, die es ermöglichen, den synchronen Phasen tatsächlich einen didaktischen, inhaltlichen Mehrwert zu geben und alles das, was nicht unbedingt synchron sein muss, auch so auszurollen, dass verstärkt Flexibilität entsteht, die auch von den Studierenden nachgefragt wird. Und wenn es dann noch Präsenz gibt in diesem ist jetzt alles online oder nicht, wenn es dann noch Präsenz gibt, dann muss aus meiner Sicht, und das ist auch das, was ich von unseren Studierenden mitnehme, muss Präsenz einen didaktischen Mehrwert bieten. Also das Argument mit, wir treffen uns in Krems, weil es ist hier schön, weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Krems war, es ist hier schön und Sie haben die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Das reicht. Das ist, ja, das ist ein großes Incentive, aber das reicht nicht. Es muss im didaktischen Design eine Präsenzphase, wo wir unsere Studierenden dazu motivieren wollen, dann doch weiter Anreisen auf den Weg zu nehmen, muss es auch einen didaktischen Mehrwert geben. Also wir müssen Formate finden, wo aus der Präsenz auch wirklich inhaltlicher Mehrwert, didaktischer Mehrwert entsteht, weil alles andere, die reine Vorlesung, die kann ich tatsächlich auslagern, ohne dass ich großen Qualitäts- und Interaktionsmöglichkeitsverlust habe. Ein letzter Aspekt,
Ich habe gesagt, ich greife die beiden raus. Einer fehlt uns noch. Einer fehlt uns noch. Und das hängt dann doch mit allen diesen Aspekten zusammen, die wir jetzt behandelt haben. Sowohl den Automationsmöglichkeiten durch Learning Analytics, als auch den unterschiedlichen Partizipationsmöglichkeiten, die wir durch Online-Formate ermöglichen, ist jetzt in Zukunft alles personalisiert. Ja, und da sehe ich tatsächlich das größte Entwicklungspotenzial, aber auch die größten Herausforderungen wiederum auf uns zukommen, was das die dritte Ecke in unserem soziotechnischen Dreieck, nämlich die Organisation, betrifft. Personalisierbarkeit hier nur kleiner Pointer, ohne dass wir im Detail drauf eingehen, auf ein Projekt, das wir gerade mit mehreren Universitäten hier in Österreich gemeinsam durchführen, das ist DigiFit for All, wo es genau um die Personalisierbarkeit von Lernpfaden nämlich geht. Also die Mikromodularisierung von Inhalten und dann die flexible Verknüpfung dieser Inhalte entsprechend der individuellen Lernbedarfe. Und wir sehen dort auch, wo die Grenzen dieser Flexibilisierung liegen. Die Grenzen dieser Flexibilisierung liegen dort, wo es dann sehr, sehr feingranular in der Aufteilung wird. Weil ich mir zwar ein gutes didaktisches Design für die einzelne Lerneinheit überlegen kann, aber wenn es sehr feingranular in der Aufteilung wird, dann einen roten Faden und didaktisches Konzept übergreifend hinzubekommen, ist zumindest in dem, was wir gerade sehen, fast unmöglich. Also die Frage ist hier, wo finden wir die Balance zwischen Einheiten, die didaktisch sinnvoll koppelbar sind und der Möglichkeit, individualisierbare, personalisierte Lernpfade unseren Studierenden zu bieten. Zweite Form der Personalisierbarkeit, die immer wieder nachgefragt wird, Thema Lernstile, auch wenn das empirisch nicht unbedingt immer belegt ist, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt, wird es doch nachgefragt, unterschiedliche Darbietungsformen im Sinne von auch Konsumationsmöglichkeiten zu haben, Audio, Video, Transkription. Und da unterstützt uns Technik in den letzten Jahren massiv. Ich weiß nicht, ob Sie die Fortschritte, die die Transkriptionstechnik, sei es jetzt bei YouTube, also Gott, Google ist da gerade in der Ausrollung nämlich massiv vorne gemacht hat, da kriegen Sie mittlerweile ja sogar synchron in Audiokonferenzen eine Live-Transkription hin, die gerade, auch dazu haben wir Untersuchungen durchgeführt, die gerade Studierenden in dem Fall mit nicht deutscher Erstsprache bei uns massiv helfen dabei, den Inhalten auch folgen zu können. Eher ein didaktisches Thema, eher etwas, was ich vorhin schon angedeutet habe, wie ich darüber gesprochen habe, was denn der Mehrwert von Präsenz sein kann, die Personalisierbarkeit von Partizipationsformen. Nicht alle unsere Studierenden haben immer die Möglichkeit, immer im gleichen Ausmaß zu partizipieren an den Lernangeboten, die wir machen. Und die didaktischen Designs und auch die Lernergebnisse und deren Validierung so zu gestalten, dass unterschiedliche Partizipationsformen möglich werden, ist, glaube ich, ein großes Entwicklungsfeld dafür, dass wir flexiblere Teilnahme an unseren Angeboten schaffen können. Und letztendlich, und ich komme an den Anfang zurück, an die Kontextualisierung, die Personalisierbarkeit von Zugangswegen, das heißt, sich zu überlegen, auf welchen unterschiedlichen Arten kann ich denn in den Lernprozess einsteigen? Kann das über den Arbeitsplatz passieren? Kann das aus einem Gruppensetting heraus passieren? Kann das rein selbstgesteuert passieren? Und welche unterschiedlichen Unterstützungsnotwendigkeiten habe ich denn dann? Wie kann ich das technisch realisieren, aber wie kann es auch didaktisch eingebettet werden? Das ist ebenfalls ein Feld, über das man in dem Bereich, glaube ich, noch viel weiter, als es bisher der Fall ist, nachdenken kann und muss. Was uns dabei im Weg steht, und ich habe es vorher erwähnt, ist durchaus der organisationale Rahmen, mit dem wir konfrontiert sind. Hier ein kleines Zitat aus einer relativ aktuellen Studie von Kolleginnen aus der Wirtschaftsinformatik, die in einer Multifallstudie unterschiedliche Universitäten in Deutschland und deren Digitalisierungsbestrebungen untersucht und gegenübergestellt haben. Und das ist kein deutsches Phänomen, das muss man auch sagen. Also es war jetzt nur letztlich der Untersuchungsfokus dieser Studie. Die organisationalen Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten, die Fragmentierung der Fachbereiche, wo Einzelne voraneilen, andere nicht,
die Beharrungskräfte bei einzelnen Personen, und da kommen wir jetzt wieder auf das M in dem MOT-Dreieck, die Beharrungskräfte bei einzelnen Personen, die aber wesentliche Entscheidungsträgerinnen oder Träger sind, die zu überwinden, ist eine große Herausforderung in dem Feld. Das ist überhaupt keine Frage. Ich habe auch keine Antwort drauf, aber das ist quasi der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen müssen und dürfen und können. Zusammengefasst, was unterstützen wir? Nochmal auf den Punkt. Was unterstützen wir, wenn wir Studierende im Weiterbildungsbereich so unterstützen wollen, dass Technologie sinnstiftend und sinnbringend und nutzbringend zum Einsatz kommt? Wir unterstützen Kommunikation in allen ihren Spielarten, synchron wie asynchron. Wir unterstützen Kontextualisierung der Lernprozesse, nicht nur der Inhalte, sondern der Lernprozesse an sich. Also dort, wo der Lernbedarf entsteht, ist, glaube ich, viel Potenzial, Lernangebote zu machen. Das muss nicht immer Microlearning sein. Das kann man, glaube ich, schlauer machen, als am Smartphone so einzelne Nuggets oder so Mikro-Fragestellungen oder Mikro-Inhalte abzurufen. Wichtig ist, dass es wirklich zum Kontext passt. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir unseren Studierenden Inhalte, aber auch Lernwege, Curricula so vorstrukturieren können und so darbieten können, dass sie sich da drinnen auch möglichst flexibel bewegen können, ohne sich zu verlieren. Ich glaube, das ist letztendlich das, wo wir Handlungsbedarf und Entwicklungsbedarf und auch Entwicklungspotenzial haben. Und letztendlich geht es darum, dass die Neugier, den Spieltrieb, der in vielen Menschen, fast allen Menschen angelegt, aber manchmal vergraben ist, zu nutzen, die Neugier zu nutzen und sich die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute vielleicht ein Stück weit über das hinausblicken können, was sie sich initial vorgestellt haben. Ich sage herzlichen Dank und freue mich auf etwaige Fragen.